Ja, hab Cuphead angespielt, stand so einsam und verlassen fast schon bei der Microsoft Xbox Booth rum, was ich sehr strange fand. Also sie haben auch wirklich nur ein Gerät dort aufgestellt, und keine Schlange, kein gar nichts, irgendwie wollte das keiner spielen. Dann, als ich selbst gezockt habe, habe ich es auch ein bisschen verstanden. Also versteht mich nicht falsch, es ist kein schlechtes Spiel. Ganz im Gegenteil, die Steuerung ist sehr smooth, es ist simple but sweet. Es sieht wunderschön aus, die gezeichnete Cartoon-Grafik, es ist ein fucking, man spielt ein Cartoon, es ist saugeil. Aber ich dachte mir am Anfang, okay, gut, ich gehe jetzt aus dem, weil der Typ vor mir ist halt beim Boss gestorben, beim Kartoffel- und Karottenboss. Und dachte mir, okay, erkunde ich erstmal die Overmap, gucke, ob es überhaupt eine gibt. Bin raus, gut, Overmap, gucke, was für Level sind denn anwählbar. Also man konnte in den Soundtest gehen, man konnte zurück in sein eigenes Haus gehen und man konnte dieses eine Level anwählen. Außer ich war jetzt blind und ja. Man kann auch auf der Overmap nicht rennen, man bewegt sich ziemlich langsam voran. Ist ein bisschen nervig, ganz ehrlich. Aber gut, zum eigentlichen Spiel. So, wie gesagt, smooth, coole Steuerung, läuft, man hat zwei Angriffstypen, man hat einen Long-Range-Laser quasi, den man so in Schüssen abfeuert. Und man hat einen Short-Range-Spread-Shot, der dann so in drei Schüsse geht. Ist ziemlich cool. Als ich gemerkt habe, dass man halt hin und her schalten kann, ja, lohnt sich. Ich meine, Spread-Shot macht auch dementsprechend mehr Schaden. Und wenn man sich jetzt nicht wie ein Depp anstellt, kann man dann auch problemlos halt auf jeden Fall bei dem Boss ziemlich nah an ihm dran stehen und einen Spread-Shot machen, dann wegspringen, schnell umschalten, es geht per Knopfdruck und dann einfach weiter draufknallen. Kartoffelboss starb sehr schnell. Kartenboss hat es ein bisschen länger gedauert. War aber alles unglaublich einfach. Ich wurde kaum getroffen. Wenn dann nur, weil ich einfach die Patterns noch nicht kannte. Und sobald ich die Patterns kannte, wurde ich auch gar nicht mehr getroffen. Und sobald ich gemerkt habe, dass ich auch nach oben schießen kann mit dem Spreadshot und einfach quasi direkt vor der Karotte stehen kann, weil das Einzige, was sie macht, ist Missiles abschießen, die man selber abschießen kann oder dann halt einen sehr predictable Laser machen, war es eigentlich absoluter Cakewalk, super einfach. Und da ist halt auch meine Kritik so. Sie haben ein einziges Level gezeigt, also einen einzigen Doppelbosskampf und der war piss einfach eigentlich. Und ich bin jetzt eigentlich nicht so der krasse Megaman-Typ. Eigentlich ganz im Gegenteil. So, das wäre so mein einziger Kritikpunkt. Ich hätte gerne auch ein anderes Level gesehen, wo vielleicht einen späteren Boss irgendwas ein bisschen härteres. Aber es ist. Es steuert sich gut, ist hübsch. Mal schauen, was draus wird. Cuphead.